Patrick ist schon wieder beigetreten. Komm schon, Wölfchen. Ansonsten spielen mit ohne Discord. Dann ist wurscht, komm rein. Jetzt kommt noch ein Keks, na klar. Wart ihr jetzt schon los, oder? Oh shit. Es war hier recht simpel, ich habe nämlich nichts eingestellt. Ich habe nur die Vorgabe gehabt, Spielmodus Moonball. Ich habe vergessen, die Zeit aufzuschreiben. Scherzkeks muss kurz warten, ihr Lieben, und ich habe noch das falsche Auto, weil es ging jetzt zu schnell los. Aber ich fand es auch interessant, dass jetzt Wölfchen zwar mit im Game war, aber jetzt nicht in der Lobby. Ja, das war irgendwie putzig, er war nicht angezeigt. Das ist grau gegen schwarz, ja? Nö, das ist weiß gegen schwarz. Nein, ist weiß gegen schwarz. Ja, die kommen bestimmt gleich nach. Ich fall noch runter, Moment. Du Scheiße, ey. Wow. Hey. Der Rolle ist einfach zu gut. Auf dem Mond kann ich fahren. Auf dem Mond kannst du anscheinend fahren. Ja, weißt du. Aber echt, ey. Ich kam ja gar nicht zurück. Ich hab keine Chance. Nee, ich sitze gegen der Boden aus, aber jetzt bei euch im Tor war eben. Keks Nummer 149, die Feuerwehr hat ein neues Löschauto, das alte wird nur noch bei Fehlalarm eingesetzt. Das alte wird nur beim Fehlalarm eingesetzt, okay. Was ist denn jetzt, Wölfchen? Kommt ihr wieder rein? Was merkst du dir, wie Merch sie macht das? Oh nein! Braucht nur eine Einladung, geht's sofort los. Jetzt aber ohne Discord sozusagen. Oh nein. Eingeblockt. Kann ich dich euch noch irgendwie mit einmelden? Gehe ich nicht von aus. Also ich kann zwar einladen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt rechtzeitig reinkommt. Ich weiß nicht, ob das geht. Eingeladen habe ich. Werden wir gleich merken. Ich habe halt total das falsche Auto. Das war ja nicht das, was ich nur zufällig erstellt habe. Also wenn es da, wenn es schief geht, dann liegt es daran. Ja, genau. So kennt man Rolle. Immer andere Ausreden haben. Was?
Du hast den Ball vergessen. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. What a save. Okay, dass der so rum abprallt, hätte ich ja gedacht jetzt. Ich auch nicht eigentlich. Das war so lange, dass er links weggeht. Kicks Nummer 199. Ich habe ein aufreibendes Leben, klagt der Radiergummi. Okay. Ja. wann werden die nochmal ausgelöst? In welchen Bedingungen? Weißt du, wenn man Ausrufezeichen Kicks in den Chat schreibt. Achso, dann kommt einfach einer, dann okay. Genau. Es geht aber nur alle 3 Minuten. Aha, kann es rein theoretisch sein, dass es zweimal nacheinander derselbe Keks ist? Ja. Habe ich im Testen schon hingekriegt. Okay. Es sind aber über 700 Kekse, also daher. Ja, deswegen sag ich schon nur rein theoretisch. Also rein theoretisch geht's ja. Deswegen hoffe ich eigentlich umso mehr Kekse drin sind, umso unwahrscheinlicher ist es. Und Wölfi hat gerade nämlich gleich die Meldung gekriegt, dass er noch 155 Sekunden warten muss, bis er den nächsten Keks auslösen muss. Weil ich gerade verhindern möchte, weil gerade wenn wir hier in der Community zocken, kann das bestimmt irgendwann nervig sein, wenn das hintereinander kommt. Deswegen, ja, ich finde es schon ganz gut. Deswegen habe ich gesagt, wenigstens 3 Minuten warten. Jawohl, Roller, richtig. Das war Absicht. Was ist denn das hier? Ich hänge fest. Bin hängen geblieben, Leute. Das kann jetzt ja wohl nicht sein. Ich wollte dir nur helfen, du bist hängen geblieben, hast du gesagt. Da war ich doch schon längst wieder frei. Das habe ich nicht mitgekriegt, tut mir leid. Das ist zeitbegrenzt. Na, wer wollte jetzt bis 7 machen? Oder ich hab nur Moonball eingestellt, Mann, ich. Das hat alles das Spiel eingestellt dann. Ja, gut, dann gehen wir mal kurz ins Menü zurück. Und weg. Und danke sehr. Automatisch betreten wir denn? Automatisch betreten in 3, 2, 1, jetzt. Hallöchen, Werwolf, Wongelik. Tobi, mach mal Patsch. Gleichgewicht leicht. Auch hier wieder. Ich habe jetzt einfach mal so genommen, was es zur Vorlage gibt. Das ist Tempo-Teufel, heißt das Ding. Ich habe hier nichts selber eingestellt, außer die Namen und Farben. What the fuck? Was, Dennis liegt bei Orange League bzw. Wölfchen im Schoß? Kann sein. Ja, bändigen wir da gerade alle. Die Lache. Leicht verstört. Naja, es ist leicht verstört, wenn man die Leute dann auf einmal alle im Darkflower sieht und sich so denkt, oh Scheiße. Ja, ganz genau. Mann, das kam so. Ich wusste, dass der Schuss kam, aber ich habe nicht gesehen, wo der Anfang war. Ihr wollt ja beide nicht. Ich bin da rumgepurzelt. Ich habe auch gewartet, was sie machen. Ich bin rumgepurzelt und als der Schuss kam, war so unerwartet. Die Cori ist da, ich glaub's. Hallöchen, Copy. Es geht schon wieder los, ey. Ja. Was geht? Komm, ich mach rein. Wo ist ich, Mensch? Kopfschmerzen sind kacke, das stimmt, Copy. Das ja, also krass gut, also nichts so was. Justin! Einen wunderschönen guten Abend und vielen lieben Dank für dein Abonnement im 9. Monat. Da wird ja langsam zum Werfen. Herzlich willkommen, Klauvlast.
Schade. Nee, war Absicht, dass er drüber geht. Ja, aber ich hab ja drauf spekuliert, dass einer den Ball hinten. Warum ist PUBG schon vorbei? Weil wir nur zu dritt waren. Deswegen war bei dann PUBG vorbei. Und zu dritt wollte man dann doch was anderes spielen. Richtig. Und wir jetzt also auch knapp 4 Stunden schon PUBG gespielt hat, also daher. Ja, René, wenn du so spät kommst, können wir nichts dafür. Ja. René ist halt ein Spätzünder. Schöne Grüße in die Runde vom Dustin. Grüße zurück. Dustin ist derzeit verhindert. Alles gut? Der ist verhindert, ja, ja. Ist doch in Ordnung, kann man doch sein. Du Pfuscher! Warum? Weil ich nicht wollte, dass du so schießt? Nur unser eigenes? So? Ja, das ist unser Tor gewesen. Naja, Rolle, also das ist mir das nie passiert, sowas, ne? Das sage ich ja nicht. Aber genau deswegen war ich ja da, dass ich wenigstens das Thema abhalte. Na toll. Vorlagen können es besser wehtun. Wenn ich da, das ist da nichts, so eine PUBG geht weiter. Nee, machen wir nicht. Tor ist Tor, Loch ist Loch. Ne? Bin ich zu den später, aber gewaltig. Geht's euch beiden gut? Dustin und René. Oh, das kann doch nicht sein. Doch. Ich fahre uns nur durch. Könnte besser sein, aber man will sich nicht beschweren. Ah, das ist doch. Ach, schade. Nix da. Alles gut. Na toll. Ja, war klar. Ich hab gesehen, wie ihr drauf fahrt und dachte mir so, ihr macht das jetzt nicht. Und ihr spielt jetzt so geil rein ins Tor, das ist super. Aber so richtig schön gezielt, ja, jetzt aber rein, komm. Oxylik ist das voll fuck egal. Oh, toll. Das war falsche Seite. Das ist doch Pupselatte. Hauptsache, wir treffen das Tor. Ja, aber treff bitte das andere. Nö, das kommt später. Ich kämpfe die ganze Zeit, unser Tor so frei zu halten und sauber zu halten. Ach komm. Schade. Komm. Ich habe gehofft, du reagierst irgendwie anders und deswegen. Also, du vorher schon reagierst. Ich hoffe, den Ball deswegen dann locker einspielen kann. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Ich möchte Teammitglied wechseln. Kannst du in 13 Sekunden. Okay. Jawohl, unbedingt. Schreck, ich komme zu euch ins Team, okay? Ja, ja, ist okay. Dann schießen wir wenigstens alle 4 aufs selbe Tor. Das ist stimmt. Wir verlieren auf alle Fälle nicht. Wobei, wir könnten auch unentschieden kassieren. Und davor bleibt er vor dem Tor liegen. Die Bots gewinnen, na toll. Und tschüss. So, lassen wir mal Dennis in Ruhe einstellen. Ach, Leute. Achso, einen Scherzkeks habt ihr vorhin rausgelöst. Dann kriegt ihr noch einen Scherzkeks. Ja, Rell. Zwei Ameisen krabbeln durch den Zoo und befinden sich plötzlich im Giraffengehege. Wo sind wir denn hier? Fragt der eine.
Keine Ahnung, sagt die andere und schaut an dem Bein der Giraffe hoch. Aber wenn mich nicht alles täuscht, wohnt hier ein verdammt hohes Tier. Ja. Die Lache ist Lache lustiger als der Witz, aber okay. So, es geht in die nächste Runde, ihr Lieben. Was Bestes bei Tudors Song, besser als Ballerlied. Okay. Bot gegen Eigentor aus. Okay, wir betreten automatisch in 3, 2, 1. Jetzt. Das ist doch Cheaterei. Irgendjemand betritt absichtlich vorher, damit das genau wieder so passiert. Rot gegen Lila. Aber eigentlich eher mehr schwarz als lila trotzdem. Ne, mehr lila als... Ja, eigentlich schon ein guter Unterschied trotzdem. Sorry. Okay. Lol. Das war nicht geplant. Das ist Cheaterei, du hast dich aufgehalten. Markus, ich hab nichts gemacht, ich weiß gar nicht, was los ist. Copy, Markus ist schon schlafen. Boing, boing, boing. Und ich hab dich gar nicht gesehen, weil man denkt, was ist denn jetzt los? Ich wollte nur wenden, ich so, was ist denn? Geh doch mal weg, ich muss zum Tor. Nee, du warst doch rechtzeitig da. Was? Verkehrte Welt für alle Mitspieler, alle singen kommuniziert, sie sieht mir, was? Leute, wir sind Deutsch. Was? Moment, immer Deutsch mit mir. Wir sollen. Ja. Warte, wir sollen das Spiel singend beenden. Immer singend. Und zwar alle. Sollen wir jetzt Kumpel ja mal aufsingen oder was? Na, das, was du sagst, musst du singen. Am besten sagen wir einfach nichts. Dass wir sagen warte. Gar nichts mehr. Nee, warte. Auf die Plätze, fertig, los! Das geht sicherlich in die Groß. Kommt, ihr müsst schon mitmachen. Wolle schießt ein Tor, nee, macht er doch nicht, das ist. Warum reim ich? Ich muss singen. Famos. Ja. Sing doch selbst. Handy kann das besser mit dem Singen. Dieser Würfel wird kein leichter sein, dieser Würfel. Wird steinig und schwer. Oh, nichts mit vielen wirst du hier einig sein. Oh, war das gemein. Das war fies. So richtig fies. Oh. Nein. Oh. Ja, sorry, weil ich wieder. Wir sehen gerade keinen aus euch. Dann halten sich damit geschickt zurück. Und das Ding ist jetzt auch gerade, weil ich überhaupt nicht in gedanklicher Singstimmung gerade bin. Gerade echt schwierig. Ich denke, die Punkte kriegst du zurück, Stubi, keine Sorge. Das kannst du vergessen! Sowas von! Struppi! Vielleicht in der Steinzeit, aber selbst da nicht! War es das Ding? Ja! Geh doch mal weg von diesem Würfel! Schlaflied von uns. Ja, die Punkte kriegst du zurück, Kuri.
kriegen wir jetzt hier nicht. Bitte schieß kein Eigentor, das wäre wunderbar, das wäre wunderbar. Du solltest auch kein Tor schießen. So, ach so, ich soll kein Eigentor. Das hast du aber nicht gesagt. Dann mal hoch die Kugel. Schönes Lied, Kobi. Das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Und steht das schon 5:0? Weil du mit Singen beschäftigt bist. Ja. Scheinbar. Geht ja zum Glück um nichts. Ist einfach mal, musst du so weiter singen. Kobi, ich bin aber nicht textsicher, was das angeht. Ich kann das singen, wenn das läuft oder so ist, dann ja, aber so aus dem freien Stück kann ich das nicht. Kobi, wir machen mal eine kurze Aufklärung, wenn wir dabei sind. Ja, recherchiere mal im ICD-10-Kodex nach selektivem Mutismus, dann hast du definitiv bei uns die Antwort. Danke. Hat auch gar nichts geschrieben, wirst Kobi. Nein, übrigens, nein, das danke fürs Anschubsen, Rolle. Gern geschehen. Dennis. Nein! Ja, das ist klar. Hat gemacht. Da müssen sie zerstören, weil anders haben sie keine Chance gegen uns. Nee. Ja, sehe ich ja ganz anders. Danke für die Verteidigung. Das ist eher ein Wollen. So, jetzt drehen wir das. ICD-10. ICD-10-Kodex. Dankeschön. So. Aber wir machen noch. Okay, machen wir doch nicht, denn ich schub's mich absichtlich weg. Damit wir das nicht machen können. Oben halten. Na fast. Boah. Zeit abgelaufen, wa? Mhm. So, Patrick, nächste Runde bitte zeitgleich betreten, nicht schon Sekündchen vorher. Wenn du Lex hast, dann kann ich nichts für. breit. Ja, Dennis muss erst die Einstellung ändern fürs Spiel. Das dauert um ein paar Sekündchen. Ja, na, dann dreh mal am Sender, Dennis. Kannst du doch so gut. Ab und an. Ja. Na, manchmal ist Dennis auch ein ganz ruhiger Typ, der dreht doch nicht am Sender. Jetzt stimmt auch. Das meine ich. Meistens ist ein ruhiger, dass am Sender. Ja, weil Dennis dann dich dazu bekommt, dass du am Sender drehst. Das reicht ja eine Rolle, um Sender dreht dann. Das ist richtig. Strubi, ich gebe dir jetzt noch schnell deine Punkte zurück. Da hast du wieder. Okay, ihr Lieben. Automatisch beitreten. Automatisch beitreten in 3, 2, 1, 0. Ein Ei. Nö. Ich weiß nicht, da. Dennis? Da kommt ein Keks für euch. Keks Nummer 671. Der Toni trifft nach 20 Jahren seine Jugendliebe wieder. Man erzählt, wie es so geht, und sie berichtet, dass sie seit einem Jahr Witwe sei. Da bin ich ja richtig froh, meint erleichtert Toni, dass ich dich damals nicht geheiratet habe, sonst wäre ich jetzt tot. Also ob das jetzt ein Witz ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, warum, nur weil ihr Mann gestorben ist, warum sollte er dann gestorben sein?
Ja, weil die Frau ihn ja auch getötet haben kann. Könnte. Alter. Deswegen sage ich ja kann. Dein Ei, ey. Ja, schön. Und dann rollst du rein. Der war ja, nice. Ja. Man muss ich halt mit den Eiern klar umgehen können, ne? Ja. Hat auch Wölfchen auch noch sein Reif im Spiel, ja? Sah zumindest so aus. So. Der ging durch. Das war ein Ei mit durchschlagenden Erfolg. Naja, ist halt beides noch dabei. Ich wurde nach rechts gedrängt. Entschuldigung! Ich weiß gar nicht, wie das passiert hätte können. Aha. Wir wurden angegriffen. Wir wurden angegriffen. Ja, meine Eier schlagen ein wie eine Bombe. Ja, wir können halt mit den Eiern gut umgehen. Ne? Ja. So, aber jetzt eiert man nicht rum, spielt ordentlich. Eiert aber was rum. Oh, schade. Ich hatte heute meinen Spaß. Eiser hart gemacht und Nudeln für sich weich geworden. Eier hat hart gemacht und Nudeln weich geworden. Das ist doch schön. Hast du also was Leckeres gekocht? Cory, doch mal bitte. Er hat was gekocht. Die Eier sind hart geworden, die Nudeln sind weich. Jetzt war die Zielaufnahme mit dem Ei total. Das ist Social Engineering beim Gaming, das ist Cheating. Das geht nicht. Das ist psychologische Kriegsführung, wird nicht toleriert, danke. Ja, ist das so schön bei was heißt du Musik, konzentrier dich aufs Spiel. Nee, nicht mich zerstören, Patrick. Was war Musical? High School Musical, da gab es immer so einen Spruch, konzentrier dich aufs Spiel. Er sich immer mit dem Ding ablenken lassen hat. Ah, mit deinem Klopapier weg! Alter, ist ja schrecklich. Gott, ey, echt? Wow. Wer ist dafür, dass Wölfchen künftig ausstreamt? Wölfchen Orange League, die haben einen Stream-Kanal. Wir streamen, glaube ich, nur nicht so häufig, also daher. Under Construction, bitte, danke. Da gibt ja noch oh so Gott einen Roll. Was zum Fick? Alles gut, Dennis, alles gut. Na, gib einfach mal den. Über das Profil kommst du doch doch rein. Kann sind da Dennis nicht das noch nicht das. Das eigentlich noch einwickeln in Klopapier und hinterherziehen oder so. Setz das gern, wär's, ne? Die Klopapier also das Ei oder sowas, weißt du? Oh, das mach ich dann gleich noch, genau. Das war meine Schuld. Okay. Nee, alles gut. Nein, nö. Komm, Dennis, mach. Schade. Ich dachte, ich lenke ihn schön ab. Zieh. Na, kommt er. Oh, schade. Schade. Den hättest du gar nicht mehr gebraucht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt lustig, wenn er nach vorne mal hochspringt und gegen die Decke kracht. Wann streamt ihr wieder, Wölfchen? Tja, wenn es einen gewissen Herrn Rolle gibt, der uns ein bisschen bei der Konstruktion hilft, ne? Dauert also noch. Kennst du den Rolle? Nö. Ja. Was ist denn das? Macht er was? Ja, der rollt das Ei. Das darf er so bekannt, das weiß ich ja. Also, er ist beschäftigt. Eierrollen, das kann man. Er ist so ein großer Eier, so ganz schön beschäftigt.
Der tut ganz große Eier rollen. Komm, der ist aber ein perfekter Pass. Aber nicht auf mich. Ich weiß. Ich hab ihn auch falsch erwischt. Aber der war doch gut, oder? Mhm, aber nicht gut genug. Ich hoffe, du kriegst das. Ja. Ich bin ja schon mal froh, dass das Headset funktioniert. Weil das kann man uns schade. Einbauen. Oh, schade, ey. Der kam eigentlich sehr gut. Der kam wirklich richtig gut. Wo wir bei Heiß Gemüse sind, Copy, was kommt denn jetzt Böses? Also ich finde Heiß Gemüse cool, Kim denkt mir, sagt immer, ich bin bescheuert, aber egal. Ich meine, sie hat recht, aber was hat das mit Heiß Gemüse zu tun? Kriegst du noch dafür, dass er das mit mir schaut? Und wenn es das Letzte ist, was ich tue? Das war gut. Das war so gut, ey. Oh, wie geil. Das war schön. Wenn die so groß sind, dann hat er ganz schön zu schleppen. Da bekommt das Wort Schlepphund eine ganz neue Bedeutung. Ja, das ist richtig. Klopapier. Ich liebe dir wie Klopapier zum Arsch erfrischen. Arsch erfrischen reichst du mir. Entschuldigung, das war wow. Orange League, 4 Punkte. Ach du Heimatland. Warum macht Eilert, was hast du das eingestellt? Irgendwas Perverses. Ja, dafür bin ich immer bereit. Wenn es ums Spielen geht. Ah, das Sketcher Head in the Game ist ein Lied von Heiß Gemüse. Das kann sein. Okay, Bot gegen Rolle bereit. Okay, automatisch beitreten. 3, 2, 1, jetzt. 1, 0. Hast du da reingequatscht? Dann kommen wir total durch einen Football. Die hatten wir noch gar nicht, oder? Oh! Oh Gott, das machen wir mit Absicht. Ich sag euch schon mal GG, ne? Was ist das? Was ist denn das? Warum tippt denn der an dir? Hä? Was ist das? Was? Ich hab keine Ahnung. Das hieß nur, spiel unsere Art von amerikanischem Football. Ja, da war bei. Ich hab gar nichts. Also wahrscheinlich, ja, den Ball rankommen und dann halt verteidigen, angreifen und so. Dann zerstören, aber gibt's das. Also müsst ihr eigentlich mit 7 gegen 7 spielen. Was? Zum. Los, Kicks? Los, fahren. Nee, ist ja Football. Achso. Aha. Abjagen? Was ein Scheiß, ey. Oh, das kann ja wohl nicht sein, im Aus. Du Scheiße, Alter, was? Okay, das muss man auch wissen, wenn du springst und einen Vorwärtshalte machst, läuft das. Naja, okay. Das passt. Jawoll. Hab ich. Jawoll. Jupp. Touchdown. 14-0, easy. 14-0. Nach 16, 14 Sekunden. Das finde ich ja cool. Ich hätte auch keine Erklärung dazu da, ne? Einfach nur so. Macht halt. Motto. Hat. Hutte. Da wollte ich vorpassen, aber. Klares Tackling. Shit. Viel zu viel Speed, ey. Ich wollte nicht einfach reinfahren, ich wollte einfach nochmal rüberlegen. Oha. Sehr gut. Au, Paul. Ey. Sehr gut. Also das ist ja... Falsche Richtung. Ne? Ey. Sehr gut. Jawohl. Ey. Falsche Richtung.
Doch, weil du jetzt fast ein Eigentor gemacht hast, wie du losgefahren bist. Da war mir nicht sicher, was du davor hast. Okay, hier bekam es jetzt nur 3 Punkte auf jeden Fall. Jetzt kommt drauf an, ob du den wirfst oder ob du den richtig reinfährst. Ja, das war ein Schuss. Weil du das hast den Schuss, Schuss in 3 Punkte statt 7. Du musst ihn reinfahren, wenn du den voll kriegst. Alter, das ist ja gar geil. So, denke ich auf dich. Okay, okay. Ich bin die erste Linie. Defense. Take it in! So viel schafft er sogar. Hey! Foul! Ja, wer klaut denn jetzt hier? Hör doch mal auf. So, hier ist hier frei. Touchdown! Unfucking! Arm! 3 Touchdowns haben wir hier schon, Mensch. Alter, Finne. Das ist auf jeden Fall ein lustiger Modus. Das ist, what the fuck? Eine falsche Richtung! Touchdown, jawoll! Willst du mich verarschen? Halt nur und wirf zurück, ja, bei. Das ist doch nie normal. Hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nach hinten fahren muss. Also das geht auch, naja, das war ja einfach bloß eine These. Rolle denkt sich, warum musst du die jetzt testen? Naja, weil es einfach so ist, ne? Learning by doing. Ja. Cheater. Jetzt sind wir da hinten eigentlich mehr Punkte, wenn ich werfe? Nee. Ja, das kann sein. 4 Punkte oder sowas. Vielleicht. Oder es schießen immer 3 Swissbots, genau. Außerdem, Cory, du vergisst immer den Lauch. Heißt es dann schießen oder was? Foul. Klar Ball gespielt. Hm. Der lag von vorher da am Boden. Danke. Was? Was? Was du den jetzt haben? Was? Eine Rolle hat ein also wir das hatten... Ja, da war ich. Rolle? Ja, also, oh Gott, ey. Das war ja echt gefährlich. Einfach vorbeifahren. Ich wollte die abnehmen, damit wir in die andere Richtung kommen. So, ne? Und halt so über die anderen beiden drüber kommen, aber naja. So, jetzt aber. Was denn ist den dann von unten ab? Ich dafür konnte ich ja nichts. Ups! Rolle. Das kann nicht sein! Taktik next level! Taktisch gelöst, Rolle ist hinter uns so. Jetzt hier, der Beweis. Da. Ja, aber genau in dem Moment, wo ich reinspringe, springt das Ding über mich drüber. Das ist doch noch unverschämter. Was? Ich gib ihm aus. Da kriegst du jetzt mal hin. Wow. Ja, und. Oh nein. Mach mal Home Run. Ja. Oh nö. Locker! Nee. Was ist das denn jetzt? Das ist ja wohl nicht wahr, du bist so verdient, ey. Nee. Hat dir noch einen Ball geklaut. Aha! Das ist so frech, ey. So, okay. So eine Summe hatte ich auch noch nie, ja, ey. Röfchen? Jetzt. Neue Taktiken, wenn ihr ausprobiert. Dong. Wer kriegt den Ball? Wer kriegt den Ball? So war das nicht geplant. Das ist ja unvergessen. Hi!
eiskalte. Nö, flutsch. Echt eiskalt. Null, null, 50-50, ja. Hallo. Hallo. Jawohl. Jetzt drehen wir auf. Ey, ihr führt doch schon, da muss doch so ein Käse nicht noch sein. Ich hab freigeblockt für Patrick. Ja, genau. Patrick wollte aber nicht. Ich war auf Passen aus. Also, ich hab's da beide weggeblockt. So, Kuri, jetzt nochmal das Ganze wegen Lauch. Lauch. Und nochmal Lauch. Ja, fahr du Lauch. Ja, fahr du Lauch. Dankeschön. Bitteschön. Nein, Vaterlauch. Stürmer 7. Okay. Das ist interessant. American Football. Oh, Mann. Gottes Willen, ey. Ach ja, stimmt ja. NFL. Aber der ist ja, Adaption ist auch gerade so. Klick, klick, klick. Okay, alles klar. Okay. Die Mulde. Lauch gegen Bot. Automatisch beitreten in 3, 2, 1, jetzt. Oh, was ist denn jetzt hier? Alter. Was? Einfach Bus, ja, was? Alter. Okay, der fliegt aber auch. Okay. Alter. Die Schwerkraft. Schwebefall plus Vollboost. Alter, ey. Das ist echt super. Dann rollt er so langsam runter, das ist echt. So, Alter. Schönes Feuerwerk noch vorm Ball, bevor Dennis den noch reinmacht. Sieht man nur diese Rasenspuren und die Spuren dabei. Ja, okay. Tschüss. What the fuck? Tschüss, war schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Boah. Toll, da hat Patrick jetzt viel einfacher. Dennis jetzt viel einfacher. Oh nein! Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist doch schön. Wenn andere Leute sich gerade wo einklinken, wo ich mir denke, Alter, wir sind gerade im Online-Match. Deswegen klickst du raus? Was? Ja. So, das ist so ein Tor. Ja, ich hab's auch gemerkt. Dann kann ich dir nur deinen Account andersweit einloggen. Aber ein schönes Ding aus. Wir haben das so, wenn es ums Microsoft Rewards geht, ums Booking, tauschen wir die Accounts. Und er hat sich gerade bei uns eingeklinkt mit dem ganzen anderen Zeug, weil er nicht drauf geachtet hat, dass wir online sind. Oh, was für ein Ding.
1000 km/h gefühlt, ey. Ja, schön von oben rein. Ja, war gut. Aber voll Boost plus dieses Schwerkraft, das ist echt krass hart. Oh. Alter. Man haut sich auch noch so weg, weißt du? Also. Ich sehe einen Dead Patrick fliegen. Es ist ein Flugzeug, es ist ein Sternstoff. Nein, es ist ein Patrick. Oh. Also der Ball, der tut auch ein bisschen rumstrafen. Da müssen wir uns noch Curved einstellen, ja, da wäre da. Oh Gott. Ja, das Kurve hier, ja. Danke. Ich stelle mich nicht nur gerade hin, um den Ball anzunehmen, zack weg. Sag doch, dass du alleine gegen Dennis spielen möchtest. Aber ihr seid weitaus zielsicherer als mich. Ihr fliegt hier rum, ey, das geht gar nicht. Krass, einfach ein Patrick neben dem Rode wie so ein Stein. Jetzt habe ich voll die Orientierung verloren. Da rollt er dann einfach rein. Voll die Granate, Renate. Als hätte er nochmal hochspringt, da rollt er jetzt einfach rein. Deswegen ist er mich total verwundert. Ja, guck ja. Er ist schon ein bisschen gesprungen, aber nicht so hoch, wie er hätte können. Wir gehen dann gleich ins Menü zurück, dass du wieder reinkommst. Nö, kein Scheiß. Na, da haben wir uns verarscht. Ja, und wir haben uns alle verarscht. Alle drei vorbei, außer das eine war ein Tippen. Tschüss. Einfach mal hier beide gegenseitig.
kommt. Irgendwann wäre angekommen, das stimmt. Die mir irgendwie vor das Bein gelegt. Irgendwie hast du mich noch rübergelegt, oder? Ich wollte dir wegspielen. Ja, und damit hast du mir direkt in den Ball gelegt. Hey, na gut, gehen wir erstmal ins Menü zurück. Ich denke, letzte Runde jetzt gleich. Fertig. Oder können wir jetzt hier direkt über Rungi mit einladen? Ich habe mal eine Frage geschickt. Kannst du mit reinkommen? Ja. 2, 1, jetzt. Ist ein kleiner Ball, oder? Sehr kleiner Ball. Klein Pinball. Der springt wahrscheinlich sehr stark ab, ne? Schön. Kam sah und kloppte. Eins aufgesenkt, würde ich sagen, ne? Was habt ihr da beide jetzt gemacht? Erst zusammenräumt, dann wieder wegfahren und macht die Tür auf. Ja, weil da vorne ist, brauche ich nicht ranfahren. Das ist richtig. Das ist richtig. Bitte. Ah, da haben wir uns die Flipper-Dinger auch geholfen. Ja, ich gehe schon. Dachte ich, sollte gehen. Nee, das war eigentlich nicht gemeint damit. Oh nee. Gerade. Was war das denn? Tschüsschen! Oh Mann. Nacht, ich Strobi, schlaf schön, träum süß und bis Donnerstag vielleicht. Sehr schön. No. Alles klar, wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob es Emergency gibt oder was wir da machen. Halt, ob, ey. Lucky. Das ist genau da, wirklich, also. Ich bin gerade hingefahren, hab mich umgedreht und von der Ball auf mich zu in dem Moment. Als ob. Wow, okay. Ist der Automatschaft nur oder was? Nee. Also. Nee. Oh, oh. Alter, oh, Falter. Schön, Digga. Ecke. Oh, meine Reihe.
Da kommt so schnell aufs Tor, du kannst überhaupt nicht reagieren. Ja, das ist halt Pinball, ne? Die sind halt relativ zügig. Deine schwere Kugel, die halt ziemlich durchschießt. Hey, irgendjemand hat mich ins Tor geschossen. Aber bin ich nicht der Ball, auch wenn ich so rund aussehe. Bin ich schon zu weit gefahren? Daneben. Ich sehe. Alles gut. Das war nicht so geplant. Alles gut, die Bremse hat funktioniert bei dir. Ja, die hat geklappt. Ist nicht schlimm. Schade. Du bist nicht der Ball. Ach. So, denk dran, wir spielen jetzt im Team, wir müssen uns anstrengen. Mhm. Ah, das sind auch Spaßrunden, ne? Keiner. Das sind Spaßrunden, ja, ja. Solche Spaßrunden. Das ist ja Rumble. Ja. Oh, das war gut. Ich hab Spikes. Ich hab keine Spikes mehr. Da waren sie auf Zack.
Scheiße! Mist! Ach, Mann. Kam ich dazu, die Faust richtig einzusetzen? Als ich die einsetzen wollte, war ich schon zu tief drunter. Was geht los? Hä? Wieso? Hey, weil ihr dort da standet. Okay, dann wollen wir mal. Ja, toll. Das war's dann mit den Spikes. Alle? Sehr schön, Dennis. Hm. Ganz ohne Waffen. Ja. Aber gerade so ein Glück gehabt, dass Noah den ich nicht rankam. Mhm. Und? Komm schon, das kriegen wir auch hin. Wir sind gerade wieder. Ach schon. Das wäre zu gut, um wahr zu sein. Lauf. Wow. Ach shit. Oh, ich vorbei gehauen. Ich hatte gesehen, wie er eigentlich drauf anziehen wollte, deswegen hatte ich ihn eingefroren. Weil ich gehofft hatte, dass er nicht rankommt, aber er war ein Stückchen zu früh da. Zwei Deppen, danke. Das war ungünstig. Ja, etwas. Die Faust kam ungünstig rein. Aber halt ungünstig geblockt. Ah, alles klar. Alles gut. Spikes reingejagt.
Ja, komm schon, rein, 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 rein! Ja. Jawohl. Schöne Kombination. Gepümpelt und was hast du gemacht? Ach, du hast auch nochmal gepümpelt. Ja. Wäre auch fast schief gegangen, dadurch, dass wir geblockt haben. Vor 3 Sekunden wird hier sehr sportlich. Stufe 178. Nummer? Natürlich. Ich meine halt um nochmal gegen diese Gegner. Ja. Den hätten wir doch nicht bereit gedrückt worden. So war das, dass ich mit die Uhrzeit noch denken kann. Ja. Du erwartest aber viel von mir. Ja, ich dachte mir wenigstens einmal am Tag muss er denken, also. Nee, ich hab's gehext, Ja, dann hol ich den Arsch. Für den Arsch! Warum hast du Spikes am Arsch? Können wir heute auf Flachlicht stehen? Ja, das ist eine gute Erklärung, würde ich sagen. Also einfach mal die Arschhaare hochgegelt, okay. Welche Arschhaare? Ich habe bei dir nicht nachgeguckt, ich hab's auch nicht vor. Weißt du, wie lange du da brauchst, bis, bis du die Stachelform hast, dann so. Ja, 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 ne, ne, ne. Krusty Punks und so. Kennst du das Ganze? Nee. Gut. Ja, daneben. Aber jetzt kannst du. Aber den kann ich. Aber schön gefangen. Bei dem Wurfhaken muss man hinter dem Ball sein, ne? Ja, du schießt, wirst dann angezogen. Ja, also es wäre gut, wenn du das nicht machst, wenn du dann der Ball in unsere Richtung fliegt und du machst es von hinten, dann fliegst du ja in unser Tor mit dem Ball. Das brauchen wir nicht. So, jetzt habe ich einen Einsatz verteilt. Ja, genau so. So macht man das. Dafür kriege ich keinen Assist. Warst du dran? Ich habe den festgehalten mit dem Pümpel. Ach, du hast auch nochmal festgehalten. Ich habe mit dem Pümpel festgehalten, damit dann du also der damit Pümpel dann, zieht, nicht weg kann. Der Pümpel zieht. Ankert sie fest. Ja. So, jetzt aber. Und was gab's noch? Die Faust, der, das Boxen, die Faust, die Faust Gottes macht sich einfach nur stark. Der. Nee. Hm, kriegen wir das hin? Passt. Ich dachte gerade, ich hatte die Faust, aber ich hatte den Pümpel. Es war gerade bald rumgelaufen. Ganz kontraproduktiv. Jetzt habe ich die Faust. Boah, der war sehr schön. Ne, ich hab schon gelauert, wie du den rüber gibst. Hab nicht gesehen, wie du den rüber machst. Ne, Boxhandschuhe. Ja, das meine ich auch mit Faust, Boxhandschuhe. Und dann gibt's noch diese den Tauschbot-Dings, wo du den Gegner tauschst. Und das, was ihn beschleunigt. Ja, mach. Oh, schade. Ach, Menno! Boah. Menno, wow, was hat denn der damit zu tun? Jetzt aber, ey, das kann doch nicht die Ballette sein. Das war gemein. Jetzt aber. Ah, siehst du Vorlage. Der Ball muss da rein. Ja, vor allem der war so schön. Schön, dass du nochmal gepumpelt hast. Aus dem Winkel, ey. Ja, das war geil. Die Ballette, die muss da drin. Ob sie will oder nicht, die muss. Ja, jetzt aber. Aber Rhabarber! Ja, tschüss! ja.
Ahne ein bisschen zur Seite. Was wir fast kriegen was hin? Kriegen wir es hin? Ja, fast eine schöne Kolonne. Entschuldigung! Ja. Ach nee, ich hab die Gegner gerade so vor die Keine eingesetzt. Als ob der Typ Spikes hat, ey. Oh. Schade. Achso, Wirbelsturm auf Wirbelsturm. Nee, wirklich? Ja, sicher, klar, ist ja bloß. Wie oft hat der hier eingefroren, ey? Jeder hat mal, ne? So, und der Magnet ja. Zieht an, ne? Magnet zieht an, aber da musst du wirklich schon nah dran sein dafür. Aha. Das ist ja richtig fies. Wow. Sabotage. Sekündchen zu spät kam ich mit meinem Eis ran. Ich habe noch eingefroren, aber in dem Augenblick ist er schon zerbrochen. Alter. Man sieht doch, wie er einfriert und dann. Vielleicht zerbricht. Okay. Noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen nach dir. Ja. Und ach Scheiße. Wow. Oh. Da habe ich gerade kurz nach dem Boost geschaut und nicht auf den Ball, wie er rüberkommt. Boah, mit. Oh. Wir haben eine gute Kurve. Dann nochmal gepümpelt. Ja. Pümpel ist so stark. Pümpel und Faust. Mit Magneten Kombination, ne? Ja, der Magnet bringt halt nur was, wenn du nah dran bist. Ansonsten ist der halt. Ich finde ihn eigentlich. Kombination. Ich finde ihn eigentlich recht mit dem, gut. Genau, zum Justieren ist das ganz gut. Ja. Da hat sich jemand mit den Spikes weggekickt. So, jetzt. Ich hab Boxhandschuhe, also bringen wir das mal. Oh nee! Alter, was war das denn? Oh nee! Jetzt führt die auch noch. Ja, der Magnet war eigentlich das. Warum auch immer der Magnet das da rumgezogen hat. Ja, justier, ne? So, wir haben noch eine Minute, wir müssen auch wieder einen Punkt holen. Zwei Punkte. Läuft aber auch gerade alles bei denen, ne? Also wie vorhin bei uns. Könntest du ruhig fahren, ne? Ja, ne, ich meine die nicht. Ding dong. Jawohl. Schön. In 3 Sekunden, Alter. Nie im Leben nicht. Wir müssen nur Glück haben. Wenn ich einen Pümpel kriege? Ach, shit it. Die alle drei gleichzeitig Spiel verlassen haben. Yep.
Bei ihm werden Magneten gehabt. Was zum Geier ist denn das für eine Karte? Akteron. Achteck. Okay. Ach jo. Der geht drin. Oder noch nicht. Jawohl. Ding dong. Ja, da ding dong. Sehr schön. Wie gesagt, ich würde fliegen, das kriegen wir nicht hin. Oh nein. Oh, Spikes. Ich habe die ganze Zeit probiert, irgendwo mal Nitro zu kriegen, weil ich auch Spikes hatte. Und ich komme nur, jedes Mal wurden mir die Nitro weggenommen. Und jetzt kommt ja mit seinen Spikes an. Ja, gleich. Hast du eigentlich schon erklärt, was Spikes machen, Rolle? Ja, damit kann man den Ball anpieksen, ohne dass er kaputt geht. Ist ja richtig, da ist wichtig, dass wir da mal drüber reden. Wenn ihr nicht wisst, was die Spikes machen. Was passiert dann, wenn die angepiekst sind? Fast! Da kann man den Ball mitnehmen. Mit den Spikes kannst du den Ball einspiegen. Genau. Oh. Lalalalala. Entschuldigung. Da haben wir beide das Tor gesehen. Aber ich hab doch ein... Das kann nicht sein. Das hat denn der für ein Glück? Meine Herren. Ich hab ihn gespielt und nicht den Ball, deswegen hielt der Ball fest an ihm. Oh nein. Oh nee, ne? Oh. Also das war jetzt aber sehr unnötig angespielt, Spike. Oder? Das war sehr unnötig, hat er mich angespielt. Ach, Wölfi hat mich sogar angespielt, der Wunschlik. Ja. Das war so unglücklich vom Timing, ey. Ich hab nur den Ball abbekommen, dafür sowas. Hier ist los. Ja, du kannst ja nichts mehr machen, das ist halt gelaufen dann. Und daneben noch. Ich glaub's ja, irr. Ja, aber! Aber! Das kann nicht sein. Aber Ronald, ich glaub, du hättest mehr Boost, wenn du auch die Boost-Dinger treffen würdest. Ist das so? Mhm. Ist auch nur so ein Gefühl. Du erzählst ja verrückte Sachen. Ja, ich weiß schon. Pimpel. Oh, schöne Duo-Aktion, Dennis. Ja, bis sie mich zustürzt haben. Ja. Komm. Das war zu schnell. Hab ich noch ein bisschen was? Nies. Jawohl. Sehr schön. Gottes Willen. War denn das? Ringelpiez mit anfassen. Boomstick und dann ansaugen. Nochmal ansaugen. Er hat halt selbst mit angesaugt. Das war halt sein Problem. Er hat mitgezogen. Ja. Bleibt hinten dann ist. Kriegst du es? Jawohl.
Wir hatten nämlich gerade einen Boxhandschuh gelegt. Wir waren gerade so dabei, wo wir. Da hätten wir und dann war er schon. Hat doch geklappt. Wo sind wir denn? Ach, okay. Magnetos, Magnetos, komm, 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 komm. Oh nö. Oh nö. Stehen gehalten. Streitet euch nicht. Nö, nö. Eingefroren. Schade. Für Spikes. Was von uns war? Yep. Ah, die Faust ist sozusagen für Nahkontakt. Ja gut, oder auch gegen den Ball halt, dann hast du halt mehr Power, ne? Wenn du gegen den Ball benutzt. Ah, okay. Das wussten wir nicht. Aus Meerebrei, aus Meerebrei. Hui, wer. Du bist da einsetzen, okay, alles klar, das ist hoffnungslos alles. Was sind denn alle? Helfen? Oh, oh. Oh, also wenn wir es jetzt richtig machen, wir haben Spicker. Spicker, Spicker, Spicker. Wow. Muss ich dem noch hinterher fliegen, aber ich fasse es nicht. Ja, sauber. Ja, schön. Dass der aus der Winkel noch rot, dass der rumgerollert ist, schön. Also gucken wir mal. Ach ja, okay. Curveball. Dann hat er hier nochmal eingespielt. Curveball. Und da hat er ihn reingemacht. Die Niederlande haben es reingemacht. Mhm. Jetzt haben wir in der Tasche. Ja, das wär's jetzt gewesen, ey. Und jetzt. Yay, gewonnen. Jawohl. Schick. Eins würde ich noch machen. Eins machst du noch, okay. Ist doch okay. Also, ach, schade, dass Shellshock halt nicht so wirklich Crossplay ist. Das wäre so mega gewesen. Ja, kommt das irgendwann mal noch. Wollen wir es hoffen? So, jetzt. Warte. Achso, Serververbindung. Okay. Na, was denn? Ah, jetzt. Ich glaub, den Lukas. Was hat Lukas damit zu tun? Arme Lukas, ey. Es ist der Ball und der Ball kriegt aufs Maul. Der Ball heißt Lukas? Ja. Komm, Dennis. Jawohl. Ja, was für eine geile Aktion. Ich schieße, trete ihn weg. Wölfchen spielt weiter. Bremst volle Karte. Eingefroren und du machst das schöne Tor. Ja, ich habe mir heute gefunden. Ja, nee, ich meine aber trotzdem, das war eine super Kombination, also. Ja, so gut gemacht. Ja, weil sie in dem Moment hier diesen Nitro-Dings eingebaut haben. Ja, ja. Wenn wir jetzt jemanden haben, der es direkt so. Ich hab ne Faust? Ja. Ich hab den Handschuh. So. Komm schon. Ah, ja. Nee, schlecht.
Na, das ist ungünstig. Kriegen wir den jetzt gezielt? Nicht treten, Mensch, Leute, ich bin sensibel. Du bist sensibel? Mhm. Mach immer drauf. Mal gucken, was wir kriegen. Ich hab Spicker. Keine Panik auf der Titanic, keine auf der... Okay, ja, das war für den Arsch. Krieg ich den Mann? Nein, ich krieg nicht. Ja, schön. Okay, dann so. Das wäre es jetzt gewesen, du ziehst rein, Alter, wir kriegen den noch ab. Entweder fliegen wir mit hinter oder... Ach, Mensch. Wollt denn noch jemand pümpeln? Heute Abend wird niemand mehr gepümpelt. Achtung, Wölfchen! Achtung, die Kaffeemaschine läuft! Tja, das war's! Geht aber aufhören mit der Kaffeemaschine, das irritiert voll! Das ist doch aber so. Ich kann ja nichts dafür, dass du lachst mit der Kaffeemaschine. Nee, das ist der Motor. Der Motor. Und was? Das nennt man Fünftakter. Jetzt soll ich mal zum TÜV gehen, der klingt komisch. Ja, ist halt so. Ist halt biologisch. Ist halt nicht mechanisch oder. Geht doch mal alle nach Hause. So, ja, genau. Und so, jetzt rein. Ja. Klappt dann eben so vorbei. Ja, ich finde es gut, dass die alten Kaffeemaschinen auch noch genommen werden immer. So, ich mach mal ein bisschen Platz hier. Ich gehe dir jetzt mal psychologisch auf den Sack. So. Bevor ich auf die Idee komme, damit ein Tor zu schießen, wo ich den rüberlege. Jawohl. Schön. Das hat sich ja wenigstens gelohnt. Ah, du hast es auch so gemacht, so irgendwo drauf. Hatte ich eben auch gerade noch gemacht, so kam man ja zu dir rüber. Ja. Ja, doch, davor wahrscheinlich irgendwann. Ach, oder habt ihr eingefroren? Anvisiert. Nur. Okay. Wir haben das Ding gar nicht in den Pfoten, ja. Wenn du einfrieren brauchst, du ja den nur sehen. Ja, aber dann hätte ich nicht das Tor bekommen, sondern Angelique. Das ist es. Ah, shit, so stark. Das Tor ist etwas kleiner. Wenn er jetzt ein bisschen mittig geht, dann kann ich ihn reinkloppen. Oh, hat er einen Spicker? Hat er einen Spicker? Nicht mehr lange, wenn er es gegen geht. Ja, das ist keine Garantie, dass es klappt. Ich kann Pömpeln nehmen. Ich dachte, du wolltest halt kein mehr Pömpeln, dachte ich. Und wir haben Spicker. So, jetzt. Nein, das. Wer hat jetzt gepümpelt? Wer hat also, Angelique, ich glaube, Rolle wollte dich pümpeln, ne?
Also was heißt glauben? Das war ja so, ich hab's ja gesehen. Hattet ihr die schon auf den Spikes drauf oder was? Ja. Ja. Okay. Dass wir so abgeflitzt sind. Das habe ich nicht gesehen. Bei mir waren die drei irgendwie. Unfucking unbelievable. Da wirst du ja einfach eiskalt weggepumpt. Ja, da weißt du mal, wie es ist, ne? Jetzt, wenn Quatsch, nicht, muss ich das hören. So, geh weg. Wenn ihr nicht schon immer mal von mir gepömpelt werden möchtet. Wer möchte das nicht, oder? Verstehe ich. Ja. Ja, das wäre ein Eigentor gewesen, aber hätte klappen können. Sehr schön. Wie ein Morgenstieg, der im Hintergrund runtergefallen ist, wie so ein.